Ja, ich habe hier den entscheidenden Elfmeterschützen, Visa Galica. Ja, der Matchwinner, oder? Siehst du es genauso? Ja, also der Matchwinner war ganz klar unser Torwart, muss ich ehrlich sagen. Jannik Lunas, wunderbar, also mehr geht nicht. Das ehrt dich natürlich, wenn du hier den Torwart natürlich auch lobst, hat ein großartiges Spiel gemacht, aber für dich selber, die Nervosität war dann auf einmal weg, als du vorne auf dem Elfmeterpunkt warst? Ich würde sagen, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, einfach auf das Ding. So, weil ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, dann versemme ich vielleicht das Ding über den Zaun, aber gar nicht nachgedacht, einfach auf. Einfach unglaublich, bei so vielen Zuschauern, sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt ist der USC Paloma OZ-Pokalsieger 2014. Wie fühlt sich das an? Wunderbar. Also unglaublich. Das ist einfach ein schönes Gefühl für jeden Amateurspieler hier in Hamburg. Also was Besseres gibt es nicht. Für uns und für jeden hier. Und jetzt spielt ihr DFB-Pokal. Gegen welche Mannschaft willst du? Da kann ruhig der FCB kommen. Naja, Hauptsache ein Erstligist, egal wer. Das wird auf jeden Fall ein Ereignis für uns alle. Also wird auf jeden Fall Spaß machen. Ja, du bist aber hast nicht von Anfang an gespielt. Kannst du das nochmal ganz kurz aufklären? Du bist, glaube ich, in der 25. Minute erst eingewechselt worden. Was war da genau los? Weiß ich, der Trainer sagte, ich soll mich warm machen. So, und dann los ging es. Blieb mir nichts anderes übrig, als reinzukommen. Ja, also ich muss sagen, ehrlich, tolles Spiel. Das war hin und her. Und einfach klasse Leistung von der Mannschaft. Ja, der Marco Kraus auf jeden Fall ein gutes Händchen. Viel Erfolg noch, viel Spaß beim Feiern. Und vielleicht wird es ja wirklich der FC Bayern am Ende. Okay, vielen Dank.